Er hat's geschafft. Ja, er ist da. Er ist wieder da. Dennis? Dennis? Was denn? Apropos, er ist wieder da. Hast du eigentlich den Film überhaupt geschaut? Welchen Film? Er ist wieder da. Keine Ahnung. Oh, sehe Also. ich ihn aus. Ach so, doch, doch, ja, den kenne ich. Den kenne ich, ja, den habe ich schon geglotzt. Ja, na, es geht. Es ist halt irgendwie komisch irgendwie. Es soll auf der einen Seite witzig sein, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so ein bisschen sinnlos irgendwie gemacht. Irgendwie so, ich nenne es mal so. Naja, komisch halt irgendwie. Fand ich damit. Also einmal kann man sich den anschauen so, ne? Aber ja auch nicht. Pass auf, ich warte schon gleich auf den Spruch, wenn ich die Facecam aktiviert habe. Gronkh ist auch schon wieder live. So, mit O. Ratsoni, moin moin. Was ist denn jetzt hier? Sollen wir jetzt mich verscheißern? Hallo, das möchte ich gerne. Verarschen hier oder was? Dennis, du hast Was? schon wieder eine Glatze. Ja, musste ich mir gezwungenermaßen machen. Gezwungen? Hast du Gummi in den Haaren gehabt oder was? Nee, das nicht. Haarschneider hat nicht so das gemacht, was er sollte. Ich habe mir einen anderen Haarschneider besorgt. Einen mit Akku, weil ich mir gedacht habe, komm, kaufst du einfach mal einen, und ich den bei ihr vergessen habe, meinen. Und ja, und der Haarschneider hat aber nicht das gemacht, was ich wollte. Somit musste ich mir irgendwie was einfallen lassen. So, und der Haarschneider, den ich da hatte, der hat so eine Mistkacke gemacht, dass ich nichts runtergekriegt habe, und wenn, habe ich mir eine halbe Kimme hineingejagt. Und dann musste irgendeinen Aufsatz verwenden, der funktioniert hat, weil ich sonst mit anderen Aufsätzen nichts runterbekommen habe. Okay. Ja, und somit, ja, naja. So, erstmal mal mein Razzoni, herzlich willkommen schön im Stream. Ja. Wieso ist denn das hier so komisch hier? Das passt doch hinten und vorne nicht, die Scheiße. Warte mal. Hier war das. So. Ne, jetzt passt der Bildschirm gut. Jetzt ist er noch besser. Ach, jetzt ist er schlechter. Schnauze. Ja, ich stream nebenbei noch in Twitch und klar mir das Signal davon. Und? Du hast nicht. Wieso ist denn das Danny, so komisch? du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Hey, wieso ist denn das Was war so mein komisch, ey? Ohrwurm davon? Du hast mich. Du hast nicht gefragt und ich habe nichts gesagt. Was die, eigentlich hat es recht, wir hätten schon 2, 3 Runden spielen können, gell? Oh, ey. Hier kann ich ja gerade nichts dafür, dass jedes Mal stelle ich mir die Scheiße ein und jedes Mal passt irgendwas nicht. Das ist halt leider nochmal so. Bin halt auch immer kein Professor. Sieht man Jetzt die halt auch an. die Schnauze. Ein Professor hätte keinen Haarausfall.
Ach so, jetzt habe ich meinen Ton erstmal drin. Ah, verdammt, ey. Kannst du mir nicht sagen, dass ich keinen Ton habe oder was? So, jetzt noch einmal. Rationi, moin, moin, erstmal herzlich willkommen, falls noch jemand dabei sein sollte. Ich musste das hier gerade nochmal irgendwie ein bisschen einstellen. Irgendwie haut das hier gerade nicht so hin, wie ich das gerne hätte. Und, ja. Ach ja, Stili. Hast du dir eigentlich den blauen Skyline geholt? Von Sammlerautos? Nee. Wo, der war heute? Der war ja schon gestern. Ach Ich hab den gestern so, nicht bekommen. Ich habe den heute gerade so beim Hauptbahnhof immer bekommen bei den Bücherladen. Weil mein hier Stammkiosk und der Kiosk am Dings hier beim Hewig haben sie nicht gehabt. jetzt hat's irgendwie hin. So. Ja, und als nächstes wird von Phasen 4 bis 2 hier der Mitsubishi Lancia sein, der Brian gefahren ist, wo sie den komischen Ferrari da holen sollten da. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Der wird der nächste sein. Ich hoffe, das haut jetzt hier irgendwie hin. Ah, Digga, das war wirklich der letzte und die Packung ist in einem miserablen Zustand, gell? So. Wartet ihr schon, oder was? Wir warten? Ob wir warten, Dennis? Wir sind schon Rentner, so lange warten wir hier. Reicht? Da geht er noch. Ist ja ein Schnäppchen. So, Zieh ihn. die TikTok aus, Panzer an und Ich meine. Rohr laden. Lade mal dein Rohr durch. Sind jetzt So, wo ist hier? jetzt der Fehler? Wieso kann ich jetzt nicht starten? Ah ne, Gefecht betreten. So sieht das aber schon wieder so komisch aus, ey, echt. Das gefällt mir noch nicht. Hä? Ist ein Stream auf YouTube aus? Nein. Hä? Komisch. Jetzt ist er wieder. Bei mir war irgendwie selbst irgendwie bei mir komisch aus. So, Dennis, bist du bereit? Mal wieder ordentlich Druck abzulassen. So, jetzt muss ich mal wieder ordentlich auf Toilette gehen. Ich verstehe es nicht. Ich versuche das hier anzupassen, es passt schon wieder nicht. Schon die ganzen anderen Tage doch auch gepasst. Stili, hast du Asthma? So, Stili? jetzt ja. Dennis? Ach, scheiße. Was denn? Oh, Dennis, es geht los. Bist du bereit? Dome, Nö. bist du bereit? Ich bin immer bereit. Dome? Ja. Hallo? Hä, hörst du Dome? Ja. Ah, Mann. Ey, egal. Ach, Mann, scheiß drauf. Du bist nicht so gut wie ich, um zu verarschen. Ey, was ist das für ein Kombi, Alter? Wie schnell fährt denn der, Junge? Der hat Booster drin, Junge. Das knallt weg. Ja, keine Ahnung, guck mal, ich schaff kaum den Berg hier hoch zu krauchen und der ist an mir Naja, da wird er vorbeigezogen. wahrscheinlich schon so viel gespielt haben, dass der wahrscheinlich einen anderen Motor drin hat. Ja, In guck mal, demzufolge. wir Ja, verstehen, Digga. das Ich ist fahre den Berg normal. gleich rückwärts hoch. Denk Junge, dran, ihr habt wenn du auch weißt, wie ich Tempomat, meine. ne? Tempomat wie hier, Tempomat, Farming Simulator. Ja, einfach L3, den Stick, den du drückst, einfach reindrücken. Passiert nichts. Doch, einfach nach Nach vorne vorne drücken. und reindrücken. Genau. Meinst du denn nicht eher L3? Hab ich doch gesagt. Du hast Oh, sogar L3 getroffen gesagt. im Fahren. Geil. Ich habe einfach nur so randommäßig drauf geballert. Da Jo, wird von. immer das Hinter uns. Spritzes hinten reingejagt. Ja, weil hinter uns da auch Leute sind. Nein, das war Stili. Nein, hinter uns wirklich ein Gegner, Mann. Ja, aber Stili war das. Der mir in den Hintern drin geschossen hat. Heul doch. Der will unsere Artillerie zerstören. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, meine Kette ist kaputt. War super. Na toll. Ist wieder super gemacht. Digga, meine Kette ist schon wieder kaputt. Was machst du Ja, Digga, denn? ich bin schon kaputt. Digga! Sind das Online-Spieler? Ja, natürlich.
Du spielst ja nicht mit irgendwelchen Bots. Ich will aber lieber Bots. Du bist ja ein Bot. Ich hab vergessen, die Text zu machen. Dennis, du bleibst einfach wirklich einfach jetzt gerade im Spiel stehen. Dennis, er tarnt sich. Dennis tarnt sich. Ja, er hat gerade was in den Lungen bekommen. Ja, hab ich gerade gemerkt. Ja, achso, du hast es gemerkt. So, ja, so weit war er drin. Ah ja. Dennis steht auf der Netzplatte irgendwo hinter Maus stehen. Alter. Naja, ein Haus ist eigentlich nur schön Panzer, gell? Och nee, Dennis, jetzt machst du den Maschendrahtzaun kaputt. Oh, nee. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun. Der ist schon Wetter. Feuer, Dennis, Feuer. Dennis, du kriegst aber den Arsch. Ja. Ich gebe dir den Tipp, Panzerung ist hinten am schlechtesten, gell? Echt? Digga, was ist das für ein Panzer, Digga? Das sieht nach ein russisches Teil da aus, was ist in der Ukraine verballern. Der fickt Dennis. Ja, vor allem Dennis hält ja auch mal den Arsch zu den Hinsen. Ja, na, ich kann mich ja gerade nicht auf der Stelle drehen. Der fährt ja um mich drum rum. Du hast dich gerade die ganze Zeit auf die Stelle. Alter, Digga, der. Junge. Ne, was soll ich denn da machen? Was soll ich da machen bei so einem Ding? Der hat da so eine Rapitze, die macht man ganz schön. Ram, bam, 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 bam. Außerdem ist der viel schneller wie ich. Ja, aber wie er dich auseinandergenommen hat. Ja, der war es denn? Der hat dich auseinandergenommen. Der hat dich gefickt. Bam, 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 bam. Der hat dich gefickt. Nee, das war eine Vergewaltigung. Was? Dennis, ich bin wieder im Menü. Dennis, der hat dich ja mal dermaßen gefickt. Oh Mann, Alter. Aber auch wirklich gefickt. Eine richtige Vergewaltigung und ein Kumi, ey. Aber. Also Dennis, der hat dich. Nee. Also wirklich, Dennis, der hat dich ja wirklich einmal. Komplett. Von oben bis unten bespritzt. Komplett hat er Dennis gefickt. Ja, ja, ist doch gut, man. Chill deine Base, Mensch. Meine Fresse. Ist Dennis etwa abgefickt? Nee. Vollgewichst. Ach so. Ja. Er hat ja das Zeug abbekommen. Hat Spaß gemacht, Dennis? Nö. Was hör ich denn da? Da trinke ich schon seit einer Weile. Warte mal, was es ist. Muschisaft. Genau. Hört sich nach Rocks, nach Dings an hier, wie heißt? Monster, Rockstar. Ich überleg gerade. Könnte Monster sein. Nee, Rockstar. Das ist die Gold Edition. Also original in Gold. Ja, original in Gold. Wie normal denn diese Gold, die mit 1000 Milligramm, keine Ahnung. Der kommt nicht zu Wort. Ey, Dumme. Ja? Pussy Quissy? Na, endlich wird immer Zeit hier. Du hättest auch den zweiten Einser-Panzer nehmen können, Dennis. Ja, aber ich nehme immer gerne das Ding. Aha. Hat man gesehen, wie gut du damit umgehen kannst. Alter, ey, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Entschuldigung, dass ich nebenbei mit meinen Gedanken hier noch am Stream einstellen gewesen bin. Und dass mich das hier schon wieder nervt, dass die Hälfte hier schon wieder nicht angezeigt wird. Dennis, Zeit für deine Beruhigungspillen. Das ist ja Zeit. Na nee, ich stelle das hier jedes Mal ein, dass Dennis, das hier genau passt. Deine Pillenzeit. Nimm die Pille. Stell das hier jedes Mal ein, dass der Scheiß hier passt. Nimm die Pille. Schnauze. Und jedes Mal passt hier irgendwas nicht. Nimm die Pille, Junge. Ich geb dir kleine Pille. Ja, los, gib sie mir. Gib mir die blaue Pille. Gib sie mir. So, ist jetzt hier wieder keiner dabei, oder was? Nö. Wie immer. Du halt bist ruhig. Nö. Ist gar nicht zu melden hier. Mannheim. Sehr interessant. Kann ich jetzt sagen, dass ich mal in Mannheim war? Oh, die Map ist ekelhaft. Keiner checkt es. Keinen interessiert, würde ich eher sagen. So, wo war ich denn? Die Map ist aber wirklich ekelhaft, weil sie da über allen Ecken und Kanten stehen können und kommen können und machen können und tun können. Ja, aber das ist auch Mannheim. Kann man jetzt sagen, dass man mal mit dem Panzer in Mannheim war? Oh, ich bin da dezent irgendwo. Du fährst, ja.
Wie fährt er im Panzer? Dennis, vergiss nicht rechts vor links hier. Der fährt mit dem Panzer auf der Autobahn. Was ist das für ein Panzer? Ey, du wirst heute lachen. Ich habe auf der Autobahn heute einen Traktor gesehen, der ist erstmal 100 gefahren. Naja, es gibt Traktoren, die schaffen auch 140. Oh. Aber eigentlich kann ein Traktor maximal 50. Nein, es gibt welche, die können schneller fahren. Hier ist einer bei mir, hier ist einer bei mir. Vorne. Ja, genau, wieder von allen Seiten, genau. Ich verzieh mich erstmal da. Ich hab ja auch einen Schuss abbekommen. Leck mich doch am Arsch! Schon kaputt? Ja, da standen gerade drei, die auf mich gefeuert haben, weil die Basis da in der Ecke einnehmen. Die stehen da als 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße! Die stehen zu 5 da. Ecki, fahr wieder die Autobahn runter, da sind Snipers. Irgendwo auf dem Berg. Ja. Ja, dann gucken wir mal, wo die alle stehen. Deswegen sage ich auch, die Map ist richtig ekelhaft. Da muss man sich erstmal da rantasten, erstmal da reinkommen. Ich habe ja auch jetzt Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich sehe den nicht mal. Deswegen geschweige denn, dass ich ihn treffe. Ach, du kannst auch mit L1, wenn du nicht finden solltest, auch so anvisieren, dass es ja, dann von alleine. L3. Wo bist denn du? Ich sehe eine Dome. Platsch. Ich will auch nicht so schießen, gell? Da kommt noch einer. So, Leute. Oh, Leute. Stand hier gerade. Die Bitrate von deinem Stream liegt unterhalb des empfohlenen Bitrate. Ja, na, das ist halt so. Kann ich auch nicht für. So, wer alles da sein sollte, gerne mal liken. Dafür, dass ich als erstes gestorben bin. Ich bin als erstes gestorben. Achso, ach, deswegen habe ich. Deswegen habe ich dich nicht gefunden. Nee, doch nicht. Du bist so doppelt. Teammate ist. Wird von zwei Dingern gerade auch nicht auseinandergefickt, ja. Na. Nicht solche Sachen in meinem Stream. Und ich fahr mitten rein, ja. Weil ich so dumm bin. Oh. Alter, der hat mir. Oh, der hat fast meinen ganzen Panzer gut gemacht mit deinem Schuss. Du fährst ja direkt drauf. Oh. Ja, aber der hat mich von vorne erwischt. Ist da meine Panzerung am härtesten? Ja, aber bei je nachdem, was er auch für panzerbrechende Munition hat. Oder generell für Munition ist das dann ein bisschen anders. Der kann ja auch schon. So, ja. Ist interessant. Welcher Panzer ladet am schnellsten nach? Natürlich seiner, ne? Das bringt dir eigentlich voll gar nichts. Boah, hast du dir die Haare gemacht? Ja, habe ich gerade eben erzählt. Okay. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich einen anderen Haarschneider hatte, weil ich meinen vergessen habe. Und der aber so scheiße am Schneiden war. Du gehst da drüber, du hast gehört, wie es. Also wie er rasiert, aber er hat trotzdem noch den Busch da stehen lassen. So, und dann hatte ich hier eine. Hier war kahl, hier hatte ich einen Busch, hier war wieder kahl. Und so, also so. Wie als ob ich besoffen Haare geschnitten hätte. Hast du es nicht? Nee, hab ich nicht. Ich dachte schon. Ja. Und dann sah das so doof aus. Dann sah das so doof aus. Dass ich mir halt wirklich das kahl machen musste. Das ging ja nicht anders. Das tut mir in der Seele weh. Was? Dich so zu sehen. Warum? Naja, wird doch kalt jetzt im Winter noch. Ja, besser jetzt eine Glatze, dass es vielleicht ein bisschen kalt wird, als im Sommer eine Glatze, wo du Sonnenbrand drauf kriegst. Aber keine Sorge, Dennis. Es gibt ja Mützen. Habe ich nicht. Ich war auch noch nie ein Fan von Mützen oder Cappies oder sowas.
Bin ich auch noch nie Fan Na, davon. Cappy sehe ich aus wie so ein 12-jähriger Schuljunge. Sag ich jetzt mal, wenn ich so eine Mütze offen habe. Deswegen setze ich sowas ungern auf eigentlich. Dennis, wir warten auf dich. Ach so, ich bin gerade in der Küche, dann sag das doch. Was machst du wieder in der Küche? Willst du wieder was fressen, du Fressack? Junge, du bist dick genug, Junge. Nee, ich wollte eigentlich. Assiste, ich habe ja noch mal. Genau. Ich muss ja noch aus meinem Rucksack noch mal einen Burger King rausnehmen. Was? Ich bin im Stress, Alter. Ich bin Was? vorhin rein. Ich habe noch nicht viel geschafft vorhin, weil ich vorhin erst rein bin. Wir sind ja über 2 Stunden gefahren. Aber 2 Stunden fahren und so, Dings hier. Ich habe ja mal so ein Dings hier gesehen. Dings hier Für, gesehen. hier. Für 250 Euro auf Amazon. Ein Notstromer. Also, wo ich ja billigste, den sie hatten. Mit 720 Watt. Taugen die Dinger was oder gehen die relativ schnell in die Brüche? 720 Watt, was willst du denn damit betreiben? Da geht doch fast gar nichts. Sag ich mal, beim Race Wars, sag ich mal. Kühlbox. Vielleicht ein bisschen Musikding. Ist das so ein kleines Ding gewesen? Ja, deswegen so ein kleiner Aggregat. Oh. Oh, ich weiß nicht. Ich bin ja mal Mal ein gespannt, Zweitaktding. wann ich So. meine nicht mehr fertig kriege. Sehr also, schlecht wäre es nicht für Race Wars, gell? So anpassen, warte mal, habe ich hier nicht irgendwas noch anpassen? Nee. Weil ich will ja noch irgendwas Ich nehme jetzt einfach organisieren, mal dass ich, den sag hier. ich mal, noch was Dickes an Mucke mitbringen kann. Nicht das Philips-Teil, sondern was Ordentliches, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das eine Ding da bekomme. Ach, Da kann das, es ich sein, habe. dass ich den Nachbarn die eine Scheiße. große Soundbar von Philips für einen knappen Taler abrufen könnte. Weiß ich nicht, weil er wollte irgendwie gucken, ob er es bei sich ranklemmen kann. Wenn nicht, muss ich ihn bei Ihnen die Dings hier ausbauen, die Teufel Air. Also die Air, die Es gab ja noch vergleichbar Getränke. ist mit einer Partybox 300, 310 Es oder gab ja noch 700, Getränke. so Es war gab ja das. noch Getränke. Ja. Also die Dinger vom Burger King, also die Schalen, wo sie die Getränke reinmachen, die werden auch immer dünner. Also muss ganz ernsthaft sagen, das ist so ekelhaft. Die waren mal so schön dick und jetzt sind die auch so dünn geworden, ey. Boah, ekelhaft. Ja, auch bei uns im Kino, die Pappbecher, gut, die sind ja noch gut in Ordnung, ne? Die müssen ja auch ein zeitlanges Getränk halten. Hab ich nie. Aber die Plastoaufsätze, die sind so dünn, wenn du da immer kurz bisschen was falsch machst, die reißen sofort einen weg. Mal hier. Ja, wenn ich das jetzt in die Kamera halte, guck mal, wie sich das durchbiegt. Da sind nur ganz normal 2 Colas drin. Guck mal, wie sich das durchbiegt. Manch muss erstmal hochschalten wir auf Dings. Was Also die biegt? Halterung, Dinger. Ach du Scheiße. Dann guck mal, wie. Warte. Da bist du ja hier schon, keine Ahnung. Also musst du aufpassen beim Stimmt. Tragen, dass du nicht Da brauchst du irgendwie. ja gar keinen Träger, wenn die so ekelhaft sind. Die sind so dünn. Das kannst du total vergessen. Vor allem auch bei Pappbecher für Kaffee, gell? Da musste der neu kaufen, weil die alten nicht mehr hergestellt werden. Und die neuen, Digga, der Kaffee ist drinne. 2, 3 Minuten. Und schon fängt es an, unten öfters mal ein bisschen durchzutropfen. Und der Hammer war, ich hole den Kaffee, gebe den Chef, der Chef geht ein paar Schritte weiter und der ganze Boden löst sich und knallt auf den Chef auf die Hose hoch. Autsch. Du So. kostest da nicht Umweltschutz, wenn du 2 Becher brauchst, um den Kaffee zu saufen. Sondern auch lieber Lass ein mal bisschen kurz dickeres gucken, Material scheint es da benutzen. okay. Oder etwa nicht. Nennst du deinen Chef eigentlich Chef oder mit Nachnamen? Nee, ich hab viel genannt den dann. Nee, ich fahr mal drum rum. Wer ist die? Weil ich ein bisschen anschubsen, aber ich habe genauso eine Probleme, ne? Autsch, Alter. Du Wichser. Die Mauer muss weg. Die Mauer Die muss Mauer muss weg. weg. Die Mauer muss weg. Weg. Die Die Mauer Mauer muss weg. muss weg. Oh, der Baumeister. Gegner voraus. Ja. Oh, so ein schnelles Mistding. Seitlich, seitlich, links, rechts.
Ich fahre ein Haus kaputt. Ich habe. Au! Oh, hinten, hinten. Jo, Digga. Ich muss erstmal da hier weg. Alter. Ja, genau, genau. Ja, die Sniper. Oh, ja, genau, Kette kaputt. Wir haben wieder Sniper. Kein Wunder. Ja, ach, Mann! Du was hässliches Stück Scheiße schon wieder. Warum immer ich? Didi, was ist mit Dennis los? Oh, ey. Die haben Sniper. Ja, ich bin auch gleich kaputt. Ich ziehe auch mal schon mal einen Rückzug an. Ja, ich bin auch fast kaputt. Also wir können wie können die von da hinten? Ey, das ist okay, doch so ekelhaft, kaputt. Alter. Das ist so ekelhaft, Junge. Digga. Zurück zur Garage. Ey, hallo. Ich muss auch noch spielen, echt. Ich muss mehr die Zeit aufpassen. Darf ich auch noch erstmal sterben, oder wie? Achso, du bist doch nicht tot. Ich dachte, du bist schon tot. Nein. So? Ja, fast. Die stehen da hinten in allen Ecken, also wenn du da hochfährst, bist du genau auf der Zielscheibe. Dann würde ich lassen. Was lacht denn der so, Alter? Na, weil er den beim Wegschieben kaputt gemacht hat. Das war ja der, der Tisch umgebracht hat. Alter, hört doch mal auf. Kann ich mir nicht trotzdem anderen Panzer kaufen? Alter, hört doch mal auf! Nee, scheiße. Alter. Volle Kanne voraus in deine hässliche Fresse. Dennis, wir warten auf dich. Ja, warte. Perfekt. Dennis, wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Wir warte warten mal. Auf dich. Let's go, Dennis. Nee, wir machen. Warten auf dich. Wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Feuerlöscher noch kaufen. Und ganz wichtig, der Brenner. So. Was für ein Bunsenbrenner? Ja, ich habe mir gerade einen anderen Panzer gekauft, da musste ich wenigstens kurz ein paar Sachen noch einrichten. Hast du deine Wohnung im Panzer eingerichtet oder was? Ich fahre. Gesundheit. Was ist? Guck doch mal, was ich jetzt gerade fahre. Ihr seht Ladebildschirm. Ich sehe ein Lied für dich. Ja. Ein Lied für dich. So, herzlich willkommen erstmal, wer auch immer da ist. Ich bin da. Moin, Kenny. Oh, es tut gerade so gut. Ich bin auch in deinem Stream. Das habe ich geschrieben. Habe ich deine Haare. Frohe Weihnachten. Wünsche ich dir ebenso. Schöne Weihnachtszeit auf jeden Fall euch allen. Ist ja schon der 24. Na, euch auf jeden Fall natürlich die jetzt zuschauen und natürlich ein schönes Weihnachtsfest, schöne Weihnachtsfeiertag auf jeden Fall. Danke dir auch, dass du dich schön fett essen kannst und viele Geschenke bekommst. Ja, ich hab davon so jemanden ein Paket zugesendet bekommen, da muss ich da mal gucken. Ah, die Map ist eigentlich recht simpel. Ah, ne, ist auch unübersichtlich. Ich hab keine Ahnung, kennst du mich. Ich bin gespannt, ob ich irgendwas zu Weihnachten bekomme. Ich würde nicht auf der Straße lang fahren. Ich hab mir ja nichts gewünscht, ne? Ich würde erstmal. Didi, du fährst ja über Stock und über Stein. Da kann es nicht sein. Es ist Didi. Dann ist aber auch. Ich mach so, Panzer macht so, ich mach so, aber Unfall. Komm, wir machen Rohrfechten. Wer hat das längste Rohr? Ich fahr weiter. Na komm, stoß noch mit dazu hier. Ey, mein Rohr verschwindet in Dennis. Oh nee, in Dome. Ich habe aber eine kurze Frage. Machen wir jetzt hier einen flotten Dreier oder was ist das? Ich weiß nicht. Oh, ja. Was jetzt müsste sich ein Gegner dazu stellen und müsste sich dazu stellen und müsste einfach blöd glätschen mit. Oha, er hat einen ganz großen.
Ja. Ich glaube, er hat gewonnen mit seinem riesengroßen Rohr. Moin Moin, Talco. Grüße die dich Mauer. Und auch an dich frohe Weihnachten auf jeden Fall und die Mauer schön, dass du mit dabei bist. Weg. Die Mauer muss weg. Oh ja. Wo sind denn die Gegner? Ach, da hinten, ne? Direkt auf der Straße ist einer. Die blockiert mir den Schuss. Hinter der. Okay, glaube ich, er geht gleich kaputt. Ja, Stini. Ja. Ich sehe hier leider keinen, das ist mein Problem. Die sind alle hinterm Berg. Na. Oh, die snipen. Ja, das ist das Problem halt hier. Du siehst halt wirklich keinen, ich stehe halt wirklich alle nur blöd rum. Ich sehe einen, aber der ist hinter dem Berg. Er müsste erstmal vorkommen, er ladet bestimmt nach. Ja, jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Und du stehst genau auf dem offenen Schussfeld. Oh, da ist er. Ha! Hä? Oh, ich dachte, ich hab sie zerstört. Schön. Na, es geht mir immer so, wenn ich jemanden noch mal habe, dann... Ja. Ich sehe hier keinen. Wo willst denn du hin? Oh, fuck. Über Stock und über Stein, da kann es nicht sein. Das habe ich gerade gesehen. Das sah irgendwie komisch aus. Da kommt ein Panzer direkt vor mir, Dennis. Gib mir Deckung, schießt mit drauf. Ja, warte, ich muss ihn erst mal sehen. Mein Turm ist beschädigt. Er hat sich versteckt, ist noch hinterm Dings. Und am. Ich sehe auch sonst gerade keinen, wer da. Ich schill, bis er vorkommt. Da hinten. Ich komme einmal etwas mit dazu gestoßen. Ein Sniper versteckt sich da hinterm Berg. Ich sehe den nicht mal. Halt, da hinten ist einer. Warte. Ja, ich sehe jetzt. Da stehen drei hinterm Berg. Der hinterm Berg fährt vor. Aber nicht weit genug, zumindest nicht für mich. Also, ich habe bestehen auch nicht. Wo ist denn hier sonst noch einer? Einer fährt hier um den Berg. Oh, hier links ist einer auf dem Dings hier, also auf der Burg. Fährt da noch einer lang. Nur so als Information. Also. Ah, vor mir. Arbeit. Ich versuche den zu kriegen vom Berg, aber der fährt ja auch permanent weg. Ich nicht. Ich stoße mal etwas ran. Hat schöne Schmalspurketten. Oh. Scheiße, jetzt wollte ich mal ein dickes Rohr austesten hier. Oh, hier oben, kaputt, Digga. Ey, hier oben hat man ein richtig gutes Schussfeld. Ist alles im Blick. Ich verstecke mich jetzt mal hier so ein bisschen hinter den Bränden. Na, ich bin auch so gut wie tot. Ich erwisch den Gegner nicht mal, ne? Egal. Ja, los, ich bin noch am Leben. Alter, da hinten steht einer. Da hinten irgendwo steht einer auf dem Berg oben. Ja, ich bin da. Ich sehe es aber nicht. Ja, wo ging der Schuss hin? Ja, wenn du fährst, kann es sein, dass es manchmal ein bisschen variiert. Ja, ging einfach deutlich höher. Ja, aufgrund der Entfernung wahrscheinlich. Ja, jetzt ging das zu tief. Digga, wo geht der Schuss hin? Versucht einen brennenden Panzer wegzuschieben. So Leute, wie geht's euch so? Schreibt mal was in die Kommentare. Wer ist alles am Start? Oh, scheiße. Hilfe! Dennis! Wo bist denn du? Er ist tot. Er fährt davon. Oh, nicht dein Ernst. Einer ist in unserer Basis. Wie fährst du die Gegner in der Basis? Da ich nicht mehr viel Leben, ne? Hallo, ja, muss aufpassen. 28. Da würden wir auch noch ein bisschen was stehen. So, ich habe hier noch gar nichts abgeknallt heute hier. Mit einem dicken Rohr. Aber wenn die uns das einnehmen, dann haben wir verloren. Ja, deswegen, ich komme auch mit dazu hier. Und bleib bei den Gegnern, weil wenn sie bei uns tot. In der Basis sind. Einmal also. Vor mir und ich bin tot. Ja, jetzt bin ich down. Das kann ich vergessen. Da kommt ein Panzer von vorne. Ja, ich glaube, der steuert auf uns. Weiß, aber... Kann ein bisschen Schaden machen und dann bin ich eh tot. War da noch in einen rein, Steady? Ja. Ich sehe hier auch keinen. Wer als erstes die erste Dings hier erobert? Okay, die Gegner eindeutig.
Wenn da keiner jetzt. Die kommen jetzt zu euch oder so. Keine Ahnung. 26 Sekunden haben wir verloren und eingenommen haben wir erst ein paar Sekunden. Ah ne, wir sind die ein paar Sekunden eingenommen. Ja, weil wir zu zweit sind und der andere ist nur alleine. Jetzt ist der andere auch, nee, zu zweit. Auch zu zweit. Ja, na jetzt aber gerade eben die ganze Zeit nicht. Ja. Hä? Wer da angesiedelt oder sowas? Das so wird zu hören und geht's dann tütet. Wow! Ich weiß nicht von wo, aber ich bin sowas von tot. Ja, du stehst ja auch da direkt wie auf dem Blumenfeld von links. Von links. Kommt hier von links. Zwei. Oh. Und Home. 3, 2, 1. Scheiße. 3, 2, 1. 2, 1. Der kommt direkt auf uns zu, Dennis. Die kommen beide direkt dazwischen. Ich kann den nicht abschießen. Ja, zu rechts. Wow. Scheiße. Ja, genau. Hinter dir auch, Dome. Ja, genau. Ja, vor. Oh. Zwei Schüsse und ich bin tot. Willst du mich verarschen? Gute Wort. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, das ist ein bisschen Krampf. Das ist irgendwie. Das ist manchmal, die haben einfach leicht andere Munition oder so. Und ich dann hast du Kinette. Natürlich. Hast natürlich ein Problem. Schmecken lassen. Was ist denn los? Seid ihr heute Schreibfaul oder was? Los. Erzählt mal was. Er hat noch ein ganz dickes Rohr hier. Dahin. Und wenn du natürlich anfängst mit dem Game, bist du natürlich leider erstmal in der Unterzahl und du stirbst halt als allererstes 100 Mal. Wenn du da halt bist, du dir halt irgendwas Besseres freischalten kannst. Geschwindigkeit, ein Turm, anderes Geschütz. Das ist halt leider am Anfang immer so. Du stirbst 100 Mal, musst Punkte machen. Vielleicht erst mal was einnehmen, bis du dir halt was freispielen kannst. Und dann kannst du deinen Panzer erst aufrüsten und dann hast du auch erst andere Chancen. Natürlich ist auch nicht. Ist auch natürlich demzufolge auch, wie du fährst und spielst natürlich eine Variante, aber. Naja. Hängt das jetzt schon wieder an, oder was? Was? Na, mit einem Rumgehuste. Keine Ahnung. Bisschen. Der Hust halt zwar da, aber ist nicht so extrem wie. Was war gestern oder vorgestern? Trotzdem gewonnen. Ey, ich war auch mal zweiter und dritter Platz, Mann. Was ich nur ekelhaft finde, ist, dass du mit dem Panzer so viele Punkte erspielen musst. Manchmal 27.000 Punkte und noch mehr. Oder dem Panzer, den ich haben will, da brauchst du 270.000 Punkte. Ich weiß, wie lange du spielst. Ja, das ist ja das Game. Entweder musst du hustlen wie ein Wallachter oder du kaufst die. Weil das Game ist an sich ja kostenlos, muss ich ja irgendwie ja finanzieren. Aber besser als irgendwelchen Battle Pass Scheiß oder irgendwas. Weil Battle Pass kannst du nicht erspielen, das musst du kaufen und erspielen. Ja, mich wundert sowieso, dass in solche Games ein Warship und so das jetzt noch nicht drin ist. Ja, weil der Warship ist auch drin. Kannst du auch Dinger kaufen und so. Weil ich will so, sag ich mal, den Wasserträger, den Flugzeugträger kaufen, da musst du auch einige Jahrzehnte zocken. Wollen wir jetzt etwa World of Warship zocken? Mal keine Ahnung. Nö. Ich will noch ein bisschen bei World of Tanks bleiben. Munitionslagerhaltbarkeit. Finde ich nicht cool, Dennis. Motorhaltbarkeit, Granatengeschwindigkeit. Dennis, das finde ich aber jetzt nicht cool von 500.000. Dir. Wir haben doch gestern ein paar Stunden Dings gespielt. Ein paar Stunden? Das waren mehr als 4 Stunden. Oder? Deswegen ja.
zur Geschützmunition. Du hast automatisch ganz normale Standardmunition an Bord. Wenn du natürlich jetzt hier andere Munition haben willst, die ist natürlich dann in dem Zufall etwas teurer. Aber die würden natürlich dann auch ordentlich Schaden verursachen. Panzerschaden 420 TP. Oder, ja, ist das teuerste. Sprengradius fast 2 Meter. Kosten aber auch pro Granate 140. Ich nehme mir da mal 10 Stück mit. Davon auch nochmal 5. Dann bin ich gut ausgerüstet. Weil in Real Life ist es ja auch so, dass der Panzer ja nicht nur Dings normale Granaten hat, hat er auch Sprenggranaten und Flugabwehrraketen. Zum Nicht Beispiel. jeder, Ja, bekommt nicht ja. jeder, aber halt viele. Aber ich frage So. mich, machen Flugabwehrraketen überhaupt in dem Spiel Sinn, weil das ist ja nur ein Panzergame eigentlich. Es war also als Beispiel gesehen. Ja, ich frage mich das so gerade, ne? Mensch, ich habe so eine Stimmung heute im Chat, Junge. Komm mal gar nicht hinterher hier. Aber Stili, kurze Frage, wie lange ist eigentlich der GameStop eigentlich schon überhaupt weg bei uns? Schon eine ganze Weile. Okay, weil ich war heute da, hab geguckt, ob der noch da ist. Bin schon so gewundert. Weil vor allen Dingen, Der ist bei locker. Gamers Only wird noch angezeigt, dass, Dumme, dumme, das habe ich dir sogar gesagt, dass der nicht mehr ist. ja, keine Ahnung, ich hab mich in dem Moment nicht erinnert. Ich war einfach da und hab geguckt. Der ist schon seit längeren Monaten nicht mehr. Hä? Boah. Ja, auf jeden Fall, beim Game, bei Gamers Only, da steht's ja noch, dass dort noch ein Ding zur Verkaufsstelle ist von ihren Zeug, ne? Also ein Laden. Season 16 Abschnitt 1, 1 von 5 Punkte bis zum nächsten Abschnitt. Was ist denn das? Was ist, was? Na, bei mir steht da 1 von 5 Punkte bis zum nächsten Abschnitt. Weiß ich doch nicht, was das bedeutet. Kannst du übrigens starten, ich bin da. Ich bin bei mir schon im Ladebildschirm. Ins Achso, Gefecht ja. rein. Stimmt, ja. Sorry. I'm not perfect. Schön, schön lecker. Big Mac. Bunny So Mac. bisschen. Schlangen mal lassen. Und dann fragt sich Dennis, warum keiner bei ihm im Stream ist. Warum? Weil du dauernd irgendwas isst. Letzten Tag habe ich nichts gegessen. Wo gehen wir hin, meine lieben Kameraden? Junge, der hat ja mal einen kleinen Panzer. Einen deutschen, oder? Ja, der geht ja mal richtig ab. Wo bleibe ich jetzt am besten? Ist überall Hügel und Chor. Von mir ist ein paar. Ja, genau, Digga. Da stehen gerade Alter. mal fast alle. Oh, hier ist ein Stein im Weg. Oh, voll davor gefahren. Oh nee, das ist ein kleiner Scheißpanzer. Versuche nicht, dass ich auseinander nimmt, so wie Dennis. Ja. Das war schon lustig, wie er um dich umher getanzt ist. Alter, wer hat mich im Visier? Du kleiner Hund. Ah, du kleiner Hodenjunge. Von links auch noch. Tschüss. Alter, willst du mich verarschen? Nein. Was ist der Geräuschsalat hier? Du, schnell weg, du. Schnell weg, du. Perfekt. So, jetzt kommen wir erstmal ein bisschen hier. Lass mal ein bisschen nach rechts geschützt und stellen wir uns hier hin. Also, ich will doch hier.
nicht dein Scheiß Ernst mit so einer kleinen Juchtel. Die trifft man doch nicht. Geil. Ach nee. Was denn? Ja, genau, jetzt wollte ich gerade abrotzen. Das hat natürlich demzufolge am Gegner wieder. Wie immer. Digga. Abu, der Digga. Und ich höre so eine kleine Mühle. Genau, ja, genau. Och ja. Jo. Geil. Alter. So ein Typ, Junge. Komm doch her, komm doch her. Ja. Du denn? Tot. Sag das doch. Der ist voll in mich reingebrettert. Ich verstehe nicht, wie du diese kleinen Scheißpanzer treffen sollst, die so extrem schnelle Geschwindigkeit haben und dann noch voll auf dich abrotzen. Brauchst du schnelle Reaktion, ne? Muss auch ziehen können dabei. Ja, das ist ja gerade das. Wenn der so schnell fährt, wie willst du denn da zielen? Bis die Rakete eingetroffen ist, ist der doch schon vorbeigefahren. Ja, deswegen musst du die Droharbeit da vorne machen und nicht direkt auf den Panzer draufhalten. Wie bei Rocket, ist mir ja auch klar. Du darfst nicht direkt auf den Panzer zufahren, sondern am besten gucken, wie er hinfliegt. Das ist mir schon auch klar. Aber trotzdem musst du ja erstmal treffen, so ein kleines Ding. Du weißt ja nicht, fährt er seiner Linie Waldo oder fährt er dann auf Deutsch gesagt Zickzack oder so. Ja, deswegen muss man halt am besten kicken. Ich sag ja nicht, dass es einfach ist, sondern man muss halt schauen, ne? Nice, ich mach einen Bombenangriff in Hardcore Team Deathmatch und ich krieg nur 3 Hits. Steely. Hm? Hardcore Team Deathmatch. Ich hab hier Clusterschlag. Also quasi, wo der die Bomben abwirft. Ich krieg 3 Hits in Hardcore. 3 Hits bei so einem Scheiß. Digga, Logik. Nicht? Ich dachte. Das war aber süß, Dome. Ja, schön, mein Schatz. So im Abgang war das sogar so ein bisschen betont. Schön. Und so, wo stellt man sich denn jetzt hier am besten hin? Schon ein kleines Schnuckelchen, ne, Dennis? Ja. Nur weil du in ihn verliebt bist, kann ich nichts dafür. Nur weil du in ihn verliebt bist, kann ich nichts dafür. Was wer sagt denn, dass du irgendwie schuld bist oder so? Hey, sollen wir dich aus unserer Beziehung aushalten oder wie? Ich dachte, für eine Dreierbeziehung. Dachte ich eigentlich auch. Was? Ich dachte, die Zeit bei Race Wars war so schön, Dennis. Ich dachte, oh, Alter.
Also Dennis, wir sind jetzt alle schon für Leute, die alle die es nicht verstehen, sehen nur Spaß, aber also Dennis, na gut, das kann man so oft sagen, wie man will. Manche verstehen es ja sowieso nicht. Wir sind jetzt halt schon ein bisschen leicht enttäuscht von dir, Dennis, weil wie gesagt, wir haben uns da eigentlich so ein paar Geschichten mit dir ausgedacht. Ausgedacht? Ah, die sind passiert. Ja, er kann schneller schießen als ich, ne? Jo, drei. Ich hab keinen Bock mehr auf World of Tanks, Alter, kein Bock, nee. Zock ich lieber mit meinem Penis, Alter. Ah ja. Mit Joystick, gell? Zock ich lieber ein bisschen World of Warships, also ganz ehrlich, nee. Also diese Logik, Alter, nee. Einfach nur ein kleiner Hoden. Ich glaube aber. Ja, warte mal. Ja. Ich glaube aber, ich gehe diesmal schon pennen. Bis? Ja. Das ist schon wieder nur 24, Bruder. Ey, ich habe zwei Zuschauer bei Twitch. Da los. Ja. Na gut, macht's gut, ne? Jo. Du machst gut. Jo, ciao, ciao. Ich wünsche ciao. Euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns noch. Wenn nicht, wünsche ich euch einen schönen Feiertag, schöne Weihnachten. Und jo, man hört ja. Sich. Ciao, ciao. Die Ost, die und spiel nicht so an deinem Rohr rum wie bei World of Tanks, gell? Jo, das klären. Lass dich mal nicht so viel beschenken. Mal gucken, ich schick Fotos. Ah ja. Nein, wir wollen nicht Fotos von Rohrs haben. So ein Ding ist das, Alter. Jo. Also falscher Controller jetzt. So. Sollte noch jemand im Stream dabei sein, auf Insta poste ich natürlich unter anderem auch immer, wenn ich mal live bin. Dem so folge, wenn ihr Bock haben solltet, könntet ihr auch gerne da verfolgen, falls ihr bei YouTube keine Benachrichtigung bekommen solltet. Ah ja, und das? Hm? Ich weiß nicht, ob ich dir schon gesagt habe, jedenfalls Need for Speed Unbound, ne? Das neue. Hm. Wenn du die Story durch hast, gell? Verspreche ich dir, wenn du überhaupt die Bock hast durchzuzocken, dass du danach die nicht mehr zocken willst, das Spiel. Weil das, was du in der Story machst, machst du in der Story. Kein Geld, kein Auto kannst du in Online-Modus bringen, gell? In Online-Modus musst du genau das gleiche neu aufbauen. Neue Autos kaufen und tunen und sowas. Du kannst nicht das, was du schon in Story-Modus gemacht hast, in Online bringen. Okay. Totaler Bullshit, Digga. Du spielst denselben Charakter. Wieso kann man das denn nicht in Online bringen? Naja, vielleicht, falls du die Story gespielt hast und möchtest online anders machen. Dass du da nicht mal von vorne anfangen musst und halt trotzdem deinen Spielstand alles behältst. Vielleicht haben die ja, sich dabei irgendwas gemacht. Dings hier, ja, eine Autos kaufen oder sonst was. Und anderes machen. Muss man manchmal nicht verstehen. Verstehe ich nicht. Zum Beispiel bei Need for Speed Payback. Gut, da war der Online-Modus kacke. Aber da ging es zum Beispiel zwischen Online und Story. Und zum Beispiel sowas wie Heat zum Beispiel. Oh. Payback hatte einen Online-Modus. Ja, Payback hat einen Online-Modus. War auch schon ein paar Mal drin.
So, echt? Ist gar nicht mehr. Ja. Aber der ist halt beschissen. Da kannst du keine Rennen fahren oder sonst was. Und hier, wie gesagt, Heat ging auch. Online Story ging auch. Oder Oma macht gleiches wieder. 2015er. Gleich on, alles online. Geht natürlich auch. Wo ist denn der jetzt, der Sack? Ist der jetzt hier in einem Baum versteckt oder was? Hab ich doch gerade eben gesehen, ach da. Kommen wir mal da rum. Ganze Zeit, eine Zeit zwei Zuschauer mit Virtual Boy. Oder ich treffe die nicht. Wo ist der Sack? Sehe ihn nicht. Lässt du mir mal einen übrig, Kollege, oder wie sieht's aus? Ah, da hinten sind noch welche. Der Sack hat sich jetzt in einem Stein versteckt. Der muss ja irgendwann mal vorkommen da. Perfekt. Komm noch ein Stück vor. Bam, Junge. Hier. Wer? Ja, wo? Ah, da drüben. Ah, ist schon tot. Okay. Perfekt. Bam, Junge! Voll in den Arsch geschossen. Macht man das? Ja. Dadurch habe ich ihn zerstört jetzt. Schießen tut man ja, aber schießen? Hast du eine Position gehabt, ey? Meine Fresse, hoppala. Mal ein bisschen vorstoßen. Aber irgendwie kommt World of Tanks nicht so richtig an. Obwohl das eigentlich auch ein geiles Game ist. Ja, vielleicht zocke ich dann noch eine Runde Warship.
Schon wieder. Ja, hä? War noch da hinten, ich geh kaputt. Ach ja, genau. Was ist denn jetzt so? Naja, na. Ja, es hat sich einer von hinten noch angeschlichen gehabt. Also von der Basis hinten, ganz hinten, hat sich hinten irgendwo rechts hingestellt. Und hat so von hinten angegriffen, der Sack. Hm. Kann man machen. Hm. Das ist halt immer schwierig. In der Form siehst du die halt nicht. Und wenn du halt kein richtiges Reichweiten-Ding hast, kannst du auch nicht sehen, wo ist der Gegner, wo ist nicht der Gegner. Dann hast du natürlich die A-Karte. Eine Runde Warship oder was? So, ist denn jetzt nur noch jemand im Stream dabei, meine lieben Freunde? So, da wollen wir jetzt noch eine Runde Dings spielen oder nicht? Hm? Ja, hier, Dingsbums da. Nicht so gerade so. Okay, ich sag jetzt die Runde COD noch und dann mache ich glaube ich eh aus. Okay, dann bleib ich in dem Spiel hier. Na gut, da hier sowieso keiner mehr im Stream ist. Mach ich erstmal Feierabend, schneide schon ein bisschen Video. Habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und ja,
Sollte man sich nicht mehr hören oder sehen? Ich weiß jetzt nicht, ob sich überhaupt irgendeiner sie angeguckt hat oder angehört hat, wie auch immer. Wünsche ich auf jeden Fall schöne Weihnachten. Schöne Weihnachtsfeiertage noch, dann danach. Und ja, bis die Tage. Und bedanke mich natürlich recht herzlich, ihr wisst es schon. Bis dahin, macht's gut, ciao.